Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Sir der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Lotus Simulator. Schön, dass du wieder da bist. Mensch, das fühlt sich fast schon an wie in alten Zeiten, wo wir hier doch ständig Content von Lotus hatten. Spieler 3600 hat uns ja eine Karte bereitgestellt, die wir euch ja hier so ein bisschen zeigen wollen. In der letzten Folge, ja, habt ihr ja gesehen, was so alles passiert ist. Heute schauen wir uns die Linie 8 mal an. Und die geht vom Gewerbepark zum Gewerbepark. Da werden wir hier eine kleine Rundfahrt machen. Und ja, dementsprechend fahren wir das Ganze heute mal mit einem KT4D. Den haben wir auch schon selten im Einsatz hier gesehen. Und ja, leider in BVG-Lackierung, denn ja, die ganzen Repaints und was, die funktionieren hier nicht, genauso wie die FIS-Dateien. Deswegen können wir das Ganze heute nur als Fahrschule schildern und so weiter. Wisst ihr Bescheid soweit, ne, dass wir jetzt hier nicht auf die komplette Linie hier gehen und dementsprechend halt auch keine Ansagen haben. Ich weiß nicht, wo das Problem da liegt. Irgendwie gibt es da ein Problem mit dem Download oder sowas. Ich habe auch geguckt, ob ich hier diesen Workshop-Bug habe. Das ist nicht der Fall. Also hier funktioniert bei mir auf der Seite alles. Ja, also wenn ich mir da irgendwas im Workshop runterlade, wird das auch angezeigt, richtig. Dementsprechend, ja, ist natürlich ein bisschen schade, weil da wird noch ein bisschen Potenzial kaputt geht, so durch die ganzen eingesprochenen Ansagen zum Beispiel und alles was. Naja, auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt mal den Streckenabschnitt der Linie 8 angucken, es gibt noch eine Verlängerung, die 8E. Aber wir bleiben auf der 8 und ja, fahren halt über Bahnhof durch die Innenstadt und fahren dann wieder zurück Richtung Gewerbepark. Und ja, ich bin mal gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Wenn euch natürlich da was auffällt, immer gerne in die Kommentare damit. Schreibt unten am besten mit rein und dann ja, gucken wir mal, dass wir das Ganze dann dementsprechend weitergeben. Deswegen würde ich sagen, springen wir rein und werden wir hier so ein bisschen aufrüsten. Ihr habt gesehen, ich habe schon ein bisschen den Spiegel hier eingerichtet. Damit das Ganze natürlich hier auch funktioniert. So, alles klar, wundervoll. Dann Stromabnehmer nach oben. Und dann, so, wollen wir jetzt natürlich hier Start bereit machen. So, die Türen sind geschlossen. Jetzt brauche ich einen Code für Fahrschule oder sowas. Das können wir hier nehmen. Ach nee, wir machen hier einfach 11. Oder Kleinfurt, Südstadt, Kleinfurt, was haben wir hier noch? Betriebsrat, Sonderfahrt, Fahrschulen, Kleinfurt Bahnhof. Ja, das können wir eigentlich auch machen. Die 21. So, können wir jetzt hier einfach Linie 008, weil wir auf der Linie sind. Und hier gehen wir einfach als Löschenziel. War jetzt 20. So, das lassen wir so. Perfekt. Und jetzt genau sollte das Ganze dementsprechend hier auch soweit passen. Ja, los geht's, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier noch kurz mal die ganzen Innenbeleuchtungen hier anmachen, Scheinwerfer hier rein. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Ne, warte, wir müssen noch vorwärts gehen. Und jetzt. Ist auch schon mal ein Kameraproblem hier. Wir können nicht nach links rausgucken. Der immer rumquietschen ist. So. So, dann wollen wir es mal einsteigen lassen hier Richtung 8. Bahnhof. Und dann, ja, sind wir jetzt eigentlich denn so gut wie auf Tour. Gut
oder auch nicht, denn wir müssen es mal anfordern. Kontakt. So, schaut's da ganz gut aus. Ist ganz schön lange Fahrwege hier auf jeden Fall. Wieder viel Grün, so wie wir es schon auf der anderen Linie hatten. Uiuiui, Ankündigung 30. Erstmal abrupt abbremsen hier. Man kennt es ja nicht anders. So, 30. Aber schön, wie gesagt, dass das Ganze halt immer dann vorher angekündigt wird, denn bis das Ganze dann umgesetzt wird. Ah, kick mal hier. Köpenick ist on the road. Kleinfurt, da hat er extra noch ein Shit drüber gepackt. Das ist natürlich eine coole Idee. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. So wollte ich das ja, das Ganze ja auch in Dings umbauen. In Köpenick hier auf der Karte Forsthausen. Ja. Leider nie dazu gekommen, mehr die Karte da irgendwie weiterzubauen. Echt schade. Uns ist für Bus, ne, wahrscheinlich. Oh, was ist da jetzt mit meinem Spiegel los? Jetzt hat sich mein Spiegel komplett verstellt wieder. Eieiei. Ah, ne, irgendwie doch nicht. Keine Ahnung. Also umgucken ist wahrscheinlich nur so. Ist wahrscheinlich Fahrzeug für VR oder sowas. Sind das hier meine Haltestellen? Ich weiß, dass hier auch noch Bus fährt. Ich glaube, wir müssen geradeaus weiter, genau. So angefordert ist. So. Aber die Karte, wie weit sie halt einfach ist, das ist unglaublich. Das ist ja komplett das Gegenteil, was wir jetzt zuletzt hier auf der Linie hatten. Es ist Wahnsinn, was hier drin steckt. Und ich glaube, die Karte ist noch nicht mal ansatzweise fertig, wenn ich mich recht entsinne. Kommt da wirklich noch einiges dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit einer der größten Karten, die es bis dato jetzt hier erstmal gibt für den Lotus-Simulator. Eine Karte, die schon total ausmodelliert ist, hier von den ganzen Linien, die wir hier zumindest schon mal gefahren sind. Ja, wenn das Ding jetzt vielleicht jetzt in den Multiplayer kommt, wäre das wahrscheinlich so das Nonplusultra, was es jetzt aktuell gibt, ja, für den Lotus-Simulator. Und wäre natürlich dann auch schon echt eine Überlegung wert, hier das Ganze mal dann auch mal im Multiplayer zu fahren. Denn, ja, also das könnte ich mir extremst gut vorstellen, gerade wenn es dann hier so diese einzelnen Knotenpunkte gibt und alles was, ja, wo man sich vielleicht immer trifft oder irgendwie. Also wirklich, wirklich fantastisch, was hier drinne steckt. Ja, in der ganzen Geschichte hier mit Kleinfurt 2009. Da muss man wirklich mal absolutes Lob aussprechen. Und vielleicht, ja, muss ich schon ganz ehrlich sagen,
ist das hier mein heißer Favorit hier. Ja, also Kleinfurt 2009 ist mein persönlicher Favorit. Ich meine, es gibt ja Berlin, es gibt Victor Minga und so, aber irgendwie weiß ich nicht, mit den Karten werde ich nicht wirklich warm halt. Ja, das sind zwar nette Karten, man merkt auch da, dass da viel Liebe, viel Arbeit drin steckt, aber es kommt halt gefühlt nicht an dieser Qualität ran, wie es jetzt hier der Fall ist. Ich finde nämlich, das Ganze erzeugt hier dann auch noch so dieses Feeling einer Stadt halt, ja. Das ist halt bei vielen Karten, dann hast du da meistens immer nur eine Linie, zwei Linien vielleicht. Oder ist halt doch schon relativ detailarm ausgebaut, denn das ist dann halt ein bisschen schade, weil man guckt ja halt schon gerne, ne? Also ich meine, seid ihr mal auf einer OMSI-Karte gefahren, wo kaum irgendwelches Zeugs da steht, außer halt ein paar Häuschen, das war's gewesen? Ist natürlich ein bisschen unspektakulär, wenn du da natürlich langfährst, ja, weil es entfaltet sich halt nicht richtig. Und das ist hier auf der Karte halt das komplette Gegenteil. Du hast hier überall einzeln so eine Sachen hier, ja, wo du immer mal so ein bisschen gucken kannst. Da hast du die ganzen Gegenstände, die ganzen, hinten hast du DHL-Packstationen, so eine Säule hier, so eine Litfaßsäule. Hier scheint, kommt jetzt wahrscheinlich ein größerer Bahnhof hier. Klar, müsste jetzt auch der Bahnhof denn sein. Aber so im Großen und Ganzen, ja, wenn du überall hinguckst, findest du halt immer auch irgendwo irgendwelche Details. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich total gut. So, Kontakt ist aus, aber kein Fahrtsignal. Er meinte halt auch irgendwo gibt's doch. Ah, jetzt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist eine Wendeschleife hier, ne? Genau, wir müssen aber geradeaus weiter. Bitte. Von daher müssen wir das Ganze jetzt mal so stellen. Das ist schon wuchtig, ja. Und ich muss sagen, die Performance ist sehr gut. Ab und zu hast du mal hier so eine Frame-Drops drin, ja. Jetzt hier ab und zu sieht man das Ganze so. Aber wenn man sich dagegen andere Karten im Vergleich halt anguckt, läuft diese Karte eigentlich schon relativ stabil, ja. Also von der Performance hier auf der Karte kann man absolut echt nicht meckern. Dafür, dass hier so viele Details drin sind. Klar, ich bin auch ganz ehrlich, man muss gefühlt den halben Workshop runterladen. Ja, das ist halt, für viele ist das immer absolutes Hindernis. Ich bin auch jemand, der mag das eigentlich nicht so, dass du da den kompletten Workshop runterladen musst. Und ist halt ein bisschen anstrengend. Weil gerade bei Lotus passiert es halt relativ schnell halt, dass die das Ding einfach wegcrasht halt einfach. Ja, und guck gerade mal, also hier drüben sind wir tatsächlich sogar richtig gefahren, weil hier ist nämlich die 8. Aber hier steht bloß Fasanenweg, einzelne Fahrten. Guck gerade mal, Fasanenweg. Steht nichts von hier. Ich habe so einen kleinen Leitfaden bekommen, wie ich hier irgendwie fahren muss. Wie gesagt, gab es schon einige Karten halt, ja, die Performance einfach komplett in den Keller geht. Das ist halt mega, mega schade. Wenn ich vielleicht jetzt nicht komplett richtig fahre, dann tut's mir leid. Versuche mir hier natürlich Mühe zu geben, aber es ist halt schon ein Riesenstreckennetz.
Vielleicht kann ja Spieler 3600 ja am besten nochmal in die Kommentare posten, weil er dann versucht, die Karte mal zu veröffentlichen. Wie gesagt, Multiplayer-tauglich ist sie. Ich hätte da reingemusst, wa? Guck gerade mal. Nö. Ist doch da 9, oder? Steht doch da. Keine 8 mehr. Kinzigenplatz. Das glaube ich, wäre auch meine Haltestelle gewesen. Ich guck mal gleich weiter. Vielleicht sind wir ja nicht ganz falsch. Schauen wir hier ganz kurz mal ran. Hier steht aber 8 dran. Ne, dann sind wir hier komplett richtig. Passt. Aha. Passt alles. Jetzt sind wir ja am Bahnhof schon durch. Müssten wir praktisch wieder umschildern. Ja, auch klar, die Abstände sind ein bisschen groß hier, ne? Aber das ist okay. Wir schleifen nichts oder sowas. Wir haben keine schwebenden oder tiefliegenden Objekte. So. Jetzt kommt der alte Güterbahnhof. Ah, das war rot. Wir sind zu schnell gefahren. So, was haben wir denn hier? Oh. Schicke Brücke auf jeden Fall. Ich glaube, die ist von BLV, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Texturen hier ein bisschen zu riesig, aber da guckst du ja in der Regel eh nicht hin. Was haben wir hier? Achso, das ist die S-Bahn hier, ne? Die hier fährt. Oder was auch immer. Ah, das sieht aus wie ein Straßenbahndepot hier. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja. Auch eben diese Vertiefung hier drin. Ne? Ich glaube, das ist das Objekt von Kartoffelphantom. Also ist jetzt nicht diese klassische Wagenhalle, die Lotus halt mitliefert. Das sieht doch wirklich putzig aus. Und das meine ich halt so mit Details gucken. Ja? Ich bin da ein Riesenfan von. Und wenn er halt eine Karte halt nichts hat, dann kannst du auch keine Details gucken. Oh, hier will er keinen Kontakt. Okay, müssen wir leider so machen. Müssen wir so machen. Sup. Wo ist er denn jetzt? So, Kontakt. Dann warten wir jetzt noch auf unser Fahrt. Nee, aber wie gesagt, auch das ist hier also mit dabei. Also, das ist eigentlich schon die erste, idealste Karte, um mal so Multiplayer-Fahrten zu machen. Die ist halt schon groß, ne? Man fährt nicht zu dicht irgendwo auf, irgendwo, dass sich das jetzt alles so tümmelt, sondern du hast eigentlich schon reichlich Platz. Der eine fährt auf der Linie 8 und der andere dann so zum Beispiel auf der 5 oder irgendwie sowas. Und sehr abwechslungsreich, das muss man auch noch dazu sagen, ja. Hier rechts die Häuser, links sind immer so ein bisschen Natur. Ja, das ist. Aber auch hier so eine kleine Einzelheit, ein Ticketautomat, die ganzen Schilder. Und wieder rot. Passiert. War gegen kein Auto. irgendwelche Bänke platziert. Hier auf der anderen Seite hast du hier auch die Bänke da drinne. Ja, also, das ist so. Achte ich schon sehr, sehr drauf, ja.
Weil das wirkt dann halt irgendwie total belebt halt. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu einfach in die Kommentare posten, wie eure Fantasiekarte zum Beispiel so aussehen sollte. Aber ich glaube, Spieler 3600 macht hier alles richtig eigentlich. Also, ich bin ja jetzt nun schon so gut es geht alle Karten gefahren, die so existieren bei Lotus oder die existiert haben. Ja, es ist ja natürlich schon einige Karten. Ich bin mittlerweile älter als manche Karten. Ist natürlich denn, ja, schon interessant, wie sich die Karten so weiterentwickelt haben. Manche Karten sind halt stehen geblieben. Ja, manche Karten, finde ich persönlich, haben sich zurückentwickelt. Aber es gibt dann halt auch immer mal wieder Ausnahmen. Und ich glaube, Spieler 3600 trifft den Nagel hier perfekt auf den Kopf. So stelle ich mir später Lotus vor, wenn denn hier KI-Fahrzeuge sind, wenn hier die Menschen auf den linken und rechten Straßenseite langlaufen. Das ist ja Wahnsinn, wie viele rote Signale es hier gibt. Ja, tut mir leid. Ich habe noch keine Streckenkunde. Ja, aber sonst, ihr seht es ja selber halt, ne? Das ist wirklich verdammt hübsch anzuschauen hier. Wollen wir noch ein Bildchen machen hier von... Oh, wir haben sogar Fahrt. Großartig. Los geht's. Mit 30 geht's weiter. So, wir müssen nach rechts rum, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Obwohl, ich glaube, wir müssen doch weiter geradeaus fahren. Da wollen wir jetzt ganz kurz gucken, weil das ist hier nämlich diese Innenstadtpassage hier, die es hier noch gibt. Lass mal ganz kurz mal hier zu der Haltestelle hier vor. Hoffen, dass natürlich irgendwo ein Schild angebracht ist, der mir anzeigt. Ah ja, hier. Okay, wir müssen doch weiter geradeaus. Okay, dann habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt jetzt hier. Hier ist zum Beispiel noch Baustelle da drüben. Aber auch diese ganzen, ja, Schienen hier, wie die hier alle lang gehen und alles was. Schon gefühlt irgendwo einen Kopf gemacht dann hier halt, ne? So, dann gehen wir mal die Türen frei. Wo sind wir denn jetzt? Fasanenweg. Walter Gropiusplatz, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich guck mal ganz kurz. Ach, da ist der Fasan. Ach, da oben sind wir erst. Okay. So, warten wir mal, bis wir wieder Fahrt kriegen hier. Ich finde auch ein bisschen sehr dezent halt, also nicht übertrieben hier mit den KI-Fahrzeugen, dass hier sich dann schon die Staus bilden und alles was. Ja. Ein bisschen höher könnte man das wahrscheinlich noch drehen, für eine etwas größere Stadt, so wie wir aktuell unterwegs sind, doch ein bisschen wenig Autos unterwegs. Aber ja, da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen nachbessern. Wie gesagt, Buslinie gibt es ja auch. Ja, die sind jetzt aktuell aber in der Version noch nicht drin. Irgendwie wollen die Signale hier nicht so richtig heute bei mir. Und ich
Fahren wir einfach, Kontakt verschwindet, aber wir kriegen kein Fahrtsignal. Oh, doch, jetzt. Und wie gesagt, guck mal hier, keine Haltestelle nach gefühlt 100 Metern immer. Sondern hier fährst du auch schon mal ein bisschen. Netto! Klingt nach einem LKW hier, der hier irgendwo rumrödelt. Ah, guck mal, ja. Geradezu ging es auch noch weiter, denn. Also ist geplant zumindest. Oder ist das für Bus gewesen? Das könnte auch sein. So, die Berliner Allee. Sure. Aber ihr seht, was ich jetzt meine. Ja, die Karten, die sind, also die Karte, die ist halt schon komplett ausmodelliert. Ja, und das auch extremst gut. Hier rechts so eine Riesenbaustelle. Ziemlich gut, Alter. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Das geht jetzt hier nach rechts rum. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Wieder mal. Ist das hier unser Weg? Ja, weiter schreiben. Also müssen wir nach links. So. Scheinbar fehlt mir hier in irgendein Objekt oder sowas. Das soll das Parkhaus darstellen. Schwimmen auf jeden Fall die Autos in der Luft. Wie gesagt, das ist halt das Problem auch noch so ein bisschen mit dem Workshop, bin ich ganz ehrlich.
Objekte verschwinden einfach aus dem Workshop. Du kriegst keine Benachrichtigung, dass das Objekt jetzt weg ist. Ja, das ist dann halt einfach weg, verschwindet. So, dementsprechend natürlich kann sich derjenige diese Objekte nicht mehr runterladen und die sind aber einfach der Strecke halt noch verbaut. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil, dass es halt keine Überprüfung gibt, ja, von Seiten von Lotus her, der zum Beispiel sagt, du hast nicht alle Objekte. Und dann kann dann die Meldung kommen, möchtest du trotzdem fortfahren oder möchtest du abbrechen halt, irgendwie sowas halt. Ne? Aber zumindest eine Meldung, dass da zum Beispiel Objekte fehlen halt, das wäre halt auch noch ziemlich super, um einfach auch den Feedback an den Entwickler zu geben. Pass auf, der hat jetzt zum Beispiel das nicht. Jetzt müsst ihr mal gucken, warum hat er das nicht. Ja, dann sieht man natürlich dann auch, aha, es gibt es gar nicht mehr im Workshop. Also, was muss der Entwickler denn oder der Map-Ersteller dementsprechend denn machen? Klar, er muss dann dementsprechend denn das Ganze dann wieder rausfixen. Ja, das ist halt so ein bisschen durch den Steam Workshop natürlich super lästig, weil der eine hat's, der andere nicht. Ja, der eine hat sich vielleicht vor einem Jahr den kompletten Steam Workshop runtergeladen, der hat natürlich die ganzen Objekte, okay? Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, so wie meine Wenigkeit, immer öfters mal diesen komischen Workshop-Bug hast, ja, der halt gefühlt alle 2-3 Monate Lotus neu installieren muss, ja, dem fehlen natürlich dann diese ganzen Objekte halt. Voll in die Eisen wieder. Die Leute da hinten, die freuen sich, ja. Warte, da steht ja bei mir oben Fahrschule dran, oder? Nee, steht keine Fahrschule dran. Steht keine Fahrschule dran. Aber ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus will. Also hier steckt mächtig viel Arbeit drin und nichts, ganz ehrlich, nichts kommt aktuell an diese Karte ran. Der Umfang stimmt, die Größe stimmt, die Performance stimmt, also all das sind so diese Punkte, wo ich sagen muss, geil. Wenn jetzt, wie gesagt, jetzt hier noch der Fahrplan mit drin ist, die KI-Menschen, dann hast du eine richtig vollwertige Lotus-Karte. Ja, das ist zwar keine reale Karte, aber es ist halt eine fiktive große Karte, ja, wo du dich dann halt auch extrem viel bewegen kannst, du hast so Zeugs zum Bestaunen halt, ja, also das ist jetzt nicht einfach nur Bahnhofstraße, Haus, fertig, ja, sondern du hast auch wirklich diese ganzen Details, die man wirklich, ja, braucht, ja, damit das Ganze halt richtig gut rüberkommt. Und ich meine, es gibt gute Ansätze. Twin Hour zum Beispiel zählt ja mit auch zu meinen absoluten Favoriten. Ja, das ist auch so eine Karte, wo halt super viel Detail drin ist. Leider haut es da noch nicht so ganz mit der Größe der Karte hin. Ja, du bist eigentlich relativ zügig durch, wenn du da einmal fährst. Und dann hast du es halt auch schon. Ne? Aber so von der ganzen Bebauung, wie das Ganze halt aufgestellt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch Twin Hour mit bei mir in den Top 3 Karten mit drin. Muss auch dazu sagen, Kleinfurt hat sich da bei mir jetzt vorbeigeschlichen an Twin Hour und zählt, wie gesagt, für mich jetzt zu den besten Karten jetzt hier aktuell, die Karte Kleinfurt, die es aktuell gibt, für mich persönlich halt. Ne? Das ist ja auch mal so eine Persönlichkeitssache, jeder sieht es halt immer anders. Es ist halt auch schon einfach gefühlt so groß, dass du dich hier verfahren kannst, ja. Und das ist halt beängstigend irgendwo, ja. Und weil ich sage, halt total schön gebaut. Überall findest du hier so eine kleinen, liebevollen Sachen hier alle verbaut. Das ist keine Haltestelle ähnelt der anderen, ja. Das sind halt wirklich alles eigenständige Haltestellen hier, die hier selbst zusammengeschustert worden sind und ist jetzt nicht einfach nur so pro forma jetzt einfach jedes ist die gleiche Haltestelle oder sowas, ja. Sondern mal so ein bisschen breiter, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen schmaler, mal ein bisschen länger. Der eine hat einen Baum drauf, der andere hat nichts drauf und so weiter und so fort, ja. Und das ist genau der Punkt Abwechslung, der halt wirklich von vielen halt gefordert wird. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn die Karte
demnächst dann auch mal ja für den normalen Markt praktisch jetzt erscheint. Da gibt es aber, wie gesagt, das Problem, da muss man erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze. Er kriegt das Gehalt nicht im Steam Workshop hochgeladen. Ja, scheinbar Dateien zu viel sind oder sowas, keine Ahnung. Da musste man dann tatsächlich wirklich dann erstmal gucken, ob man es denn halt wirklich versucht, das Ganze extern dann hochzuladen auf irgendeine Website oder sowas. Eigentlich das, was Lotus ja nie wollte. Aber wenn es halt nicht geht, dann ja, geht's halt nicht, ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier rum müssen. Ich habe nämlich leider schon so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber ich glaube schon. Wie gesagt, aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Auch gerne mal eure Top 3 Karten, die ihr zum Beispiel so empfindet. Ja, welche ihr jetzt in die Top 3 jetzt wählen würdet, dann schreibt es da einfach mal unten mit rein, wenn ihr dazu Lust habt. Würde mich mal interessieren. Natürlich wäre es halt sinnvoll, wenn ihr Karten wählt von den Karten, die jetzt auch existieren. Ich meine, klar, jetzt kann jeder seine eigene Karte jetzt, aber sie kennt halt keiner. Von daher wäre vielleicht mal das halt mal ziemlich angebracht, dass ihr da einfach mal so eure Lieblingstop 3 einfach mal mit reinschreibt. Aber wie gesagt, so hat halt auch jeder seine eigenen Vorlieben, sage ich mal. Hui. Ich fahre mal jetzt einfach. Oder auch nicht. Ist aber nett von euch, dass ihr wartet. Ich würde mal jetzt nämlich auch mal so ein bisschen interessieren, wie ist die Performance jetzt im Multiplayer halt, ne? Das wäre halt auch noch extrem reizvoll. Achso, 1, 2. Okay, wir hätten weiter vorne halten müssen. So, schauen wir mal, ob wir denn auch richtig sind denn hier. Aber ich sehe schon, ja, die Folge ist einfach schon gefühlt 40 Minuten lang. Wir werden jetzt auch jetzt ein bisschen schneller machen. Also, Gameplay steckt hier genug drin. Und wie gesagt, kaum irgendwo Sachen, wo zum Beispiel mal nichts bebaut ist, wo ihr halt einfach ins Leere reinguckt oder irgendwie sowas, gibt es halt absolut nicht so viel. Wir müssen mal schnell gucken, ob wir richtig sind. Steht auf jeden Fall Sachsenplatz, Stadtkirche. Ja, Bahnhof, Gewerbepark, das ist schon richtig hier. Huch! Oh, ich habe eh rot. Aber guck mal, die ganzen Fahrzeuge halten sich hier auch echt an die Verkehrsregeln. Ja? Also, die hätten jetzt zwar alle fahren können, ne? Waren aber anständig und haben gehalten. Zwei Folgen reichen dafür echt nicht, ja. Das ist Wahnsinn, was hier alles so drin steckt.
Leider helfen diese Pfeile auch überhaupt nicht. Also mir auf jeden Fall nicht. Ach gut, jetzt sind wir zu früh. Und da geht es nämlich nicht lang. Das ist aber auch äußerst schwer hier. Na ja gut, eigentlich normalerweise müsstest du halt bloß vorwärts drücken. Ja, du müsstest ja selber machen. Ist halt durchgestrichen. Hätten wir doch wahrscheinlich nach rechts abbiegen müssen oder sowas. Ah, ich glaube, wir fahren geradeaus weiter jetzt, oder? Ich habe keine Ahnung. Deswegen meine ich ja, also die Karte ist so riesig, ja, du verfährst dich hier. Aber hier sieht man halt mal schön den Kontrast, ja, im Gegensatz zu der anderen Linie, die wir hatten. Wo viel Grün war und alles, was hier bis halt mitten in the City. Schauen wir mal hier nochmal rein. Aber hier steht wieder 8 dran. Hol mich! Ich glaube, hier wäre es zurück zum Gewerbepark gegangen, ne? Ja, genau. Wenn wir jetzt nach links abgebogen jetzt hier, dann wären wir wieder zurück zum Start wieder hingefahren. Ihr seht aber, ja, es ist gefühlt eine Riesenkarte, die komplett ausmodelliert ist. Ja, so eine Karte habe ich bis dato noch nicht wirklich gesehen. Sonnenburg, die ist zwar auch schon relativ groß und viel ausgebaut, aber da ist irgendwie, keine Ahnung, das ist halt Sonnenburg halt, ne? Ist eine schicke Karte, da gibt es absolut nichts so zu beanstanden. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich das halt alles da ein bisschen komisch an. Irgendwie nicht richtig. So ein bisschen deplatziert halt so ein bisschen. Ich kann es halt nicht beschreiben. Also, aber Sonnenburg ist halt auch mit einer der Top-Favoriten. Ja, das muss man mal dazu sagen. Also es gibt ja halt nicht mehr so viele Karten. Deswegen ist die Auswahl halt auch da ein bisschen sehr klein. Aber definitiv bin ich der Meinung, dass Kleinfurz 2009 meiner Meinung nach die bis dato jetzt aktuell im Standard beste Karte ist, die es für den Lotus-Simulator gibt, als Freeware-Content. Ja, wie gesagt, ein bisschen Nachteil ist, dass es halt wirklich viele Objekte aus dem Workshop benötigt werden. Das ist halt ein bisschen Manko, was ich persönlich finde. Aber Spieler 3600 hat schon gesagt gehabt, dass er da vielleicht ein bisschen zurückstufen möchte, um zu gucken, jetzt erstmal alles voll ausbauen und dann gucken, dass das Ganze austauscht. Und dann dementsprechend, ja, wie gesagt, Twin Hour ist bei mir, den kommt gleich, also gefolgt gleich von Twin Hour auf Platz 2. Das ist so meine Favoritenkarte Nummer 2. Also, deswegen einfach diese Riesengröße, diese Performance hier, diese Detailgrad an Arbeit, die hier drin steckt, in Kleinfurt, das ist einfach absolut hübsch anzusehen. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Schreibt es einfach mal am besten mit rein.
was ihr jetzt so von Kleinfurt haltet. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob euch zum Beispiel auch Fehler aufgefallen sind oder sowas. Nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion. Ich verabschiede mich hier, Leute. Bedanke mich, dass ihr dabei wart und auch so lange dabei wart, die Zeit bei mir genossen habt, jetzt hier mal eine Riesenrunde auf der Linie 8 zu fahren hier in Kleinfurt. Und ich denke mal, wir werden uns hier jetzt zukünftig vielleicht auch wieder öfter sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder dabei bist. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.